Schönen guten Abend. Bei mir im Studio jetzt Edgar Verheyen und Monika Antes aus der Reportredaktion. Die beiden hier haben den Beitrag Billige Milch, kranke Kühe, das Leiden in Deutschlands Hochleistungsstellen produziert. Und darüber will ich mit Ihnen reden, Frau Antes. Wenn ich jetzt als Verbraucher sage, ich will eigentlich keine Milch von diesen Turbo-Kühen, was kann ich machen? Wie kann ich das erkennen? Ja, letztlich indem man auf Qualität setzt beim Einkaufen und nicht nur auf den Preis. Und es gibt mittlerweile durchaus ein Angebot an Weidemilch, an Heumilch, an Biomilch, wo man eben auch nachforschen kann und sehen kann, es gibt durchaus Anbieter, die großen Wert auf die Tierhaltung legen und dann eben zumindest sagen, dass die Tiere rauskommen, dass sie auf die Weide kommen. Dann geht es den Tieren schon deutlich besser. Das kann man tun und damit kann man natürlich diesen Zweig auch fördern. Wir müssen eines aber festhalten, die Milch von diesen, ich nenne sie mal Turbo-Kühen, das birgt ja kein gesundheitliches Risiko. Nein, dieser Frage sind wir natürlich auch nachgegangen. Man denkt, oh Gott, die ganzen Tiere sind krank, landet das jetzt in der Milch? Aber es ist so, die Milch ist ein extrem gut kontrolliertes Lebensmittel. Sie ist natürlich auch ein extrem hochtechnisiertes Lebensmittel. Da wird wirklich alles rausgefiltert, wenn da irgendwelche Schadstoffe drin wären, wenn da irgendwelche Keime drin wären. Von daher kann man sagen, man kann guten Gewissens man kann die Milch trinken. Es ist keine Gesundheitsgefahr. Mhm. In der Diskussion um die Milch fällt immer ein Begriff, Milchquote. Die soll demnächst fallen. Was bedeutet das konkret? Wir können uns noch an die 80er Jahre erinnern, als alle von Milchseen und Butterbergen gesprochen haben. Und damals hat die Europäische Union sogenannte Milchquoten eingeführt. Das heißt, man hat den einzelnen Mitgliedstaaten gesagt, ihr dürft pro Staat so und so viel Milch produzieren. Die Staaten haben das dann unterschiedlich geregelt. Deutschland hat diese Quote auf die einzelnen Betriebe aufgeteilt, dann gesagt, ihr dürft Betrieb X so und so viel Milch produzieren. Wenn jetzt die Quote fällt, dann heißt das im Klartext, die Betriebe können dann so viel produzieren, wie sie können oder so viel sie wollen. Und das wird dazu führen natürlich, dass die Großen am Markt, die viele Kühe haben, die Hochleistungskühe haben und sehr viel produzieren können, dass die eben mehr machen und damit auch den Preis erstmal weiterhin drücken. Die Lobbyisten, die Politiker, die hier in der Verantwortung stehen, dementieren das. Die sagen, der Preis wird nicht verfallen. Aber wir haben bereits einen Preis von 30, 35 Cent. Und wir haben ein Überangebot. Deutschland produziert 110% an Milch, also mehr, als wir selbst eigentlich brauchen. Der Trend wird erst einmal nach unten gehen, zumal wir im Export auch eine Delle haben. Wir exportieren weniger nach Russland, nämlich gar nichts mehr, und weniger auch mittlerweile nach China. Da ist auch ein bisschen ein Rückgang zu verzeichnen. Jetzt beginnt ja morgen die Agrarministerkonferenz. Wird es da ein Thema sein? Auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Thema. Die grünen Landwirtschaftsminister, mehrere haben sich zusammengetan, von Niedersachsen, NRW, Hessen und Schleswig-Holstein, wollen einen Antrag einbringen. Und zwar wollen sie eine Konkretisierung des Qualzuchtparagraphen. Sie möchten gerne, dass auch für Nutztiere, auch für Milchkühe, mal klar herausgearbeitet wird, wann ist es denn Qualzucht? Weil es gibt durchaus unter den Tierärzten eine Diskussion, ob es sich bei dieser Form der Milchviehhaltung und der Zucht eben schon um Qualzucht handelt. Das wird ein Thema sein. Und das andere Thema ist die Forderung, überhaupt eine Haltungsverordnung für Milchkühe auf den Weg zu bringen. Weil auch die gibt es im Moment nicht. Vielleicht darf ich kurz ergänzen zur Qualzucht. Qualzucht, ist es Qualzucht oder ist es nicht Qualzucht? Man muss sehen, die Milchleistung der Kühe, die hat sich ja sukzessive immer weiter erhöht. 1900, 1000, 2000 Liter pro Kuh, 1960 4000 Liter pro Kuh, heute mehr als 8000 und manche Staaten bringen es auf 12 und 15 und 16.000 Liter pro Kuh und Jahr. Das heißt, man hat geguckt, dass man wirklich Rassen auch in die Stelle bekommt, die eine höhere Milchleistung bringen, hat dann, um das zu optimieren, besonderes Futter beigegeben, Hochleistungsfutter, Kraftfutter, eiweißhaltiges Futter, das importiert werden musste. So, und all dies führt dazu, dass die Tiere eben krank werden. Die verarbeiten dieses Futter nicht. Die Kuh ist nun mal ein Wiederkäuer. Und das geht am besten mit Gras, mit Heu aus dem, von dem eigenen Hof, aber nicht mit diesem zugekauften Kraftfutter. Kann man Ihrer Meinung nach da von Qualzucht sprechen? Ich denke ja. Ich denke ja, weil wir pressen aus den Tieren mehr raus, als sie eigentlich natürlicherweise bereit sind, an Milch zu geben. Und Betriebe, die das Futter weggelassen haben, da sinkt sofort die Milchleistung um 2000 Liter. Das geht sehr schnell. Also ohne das ist das so. Abgesehen davon, diese Tiere
wären ohne das Kraftfutter teilweise gar nicht mehr lebensfähig. Weil so einen großen Energiebedarf, da muss man sehr viel hineingeben, damit die Kuh das überhaupt verarbeiten kann. Also das ist eine Quälerei mit den Tieren und sonst gar nichts. Und man muss ja auch, wenn ich noch einhaken darf, dazu sagen, dass so ein Tier normalerweise oder Anfang des Jahrhunderts bis zu 20 Jahre alt werden konnte. Heute schaffen es die Kühe im Schnitt nur noch auf 5 Jahre. Und Professor Martens hat uns das auch sehr, sehr drastisch geschildert, wie schrecklich es er das findet, dass diese Tiere so früh versterben und die sind ja krank. Die werden ja nicht einfach so aus dem Betrieb genommen. Das heißt, da ist auch ein Leiden vorher, bevor sie dann endgültig zum Schlachter gehen. Es kann nicht normal sein, dass ein Drittel des gesamten deutschen Bestandes, wir reden von 4,2 Millionen Milchkühen, die wir hier haben, ein Drittel des Bestandes geht jedes Jahr in den Schlachthof, weil die Tiere nicht mehr können, weil sie ausgelaugt und fertig sind. Man merkt, Sie haben sehr breit recherchiert bei dem Thema. Sie haben sich auch mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Verbindung gesetzt. Was hört man denn von dort zu dieser Thematik? Also wir haben ihn gefragt, wie er das sieht, dass eben immer mehr Leistung von den Tieren abverlangt wird. Dann sagt er lapidar, mehr Leistung führt nicht automatisch dazu, dass die Tiere krank werden. Das sei eine Frage des Managements. Und auf die Qualzucht angesprochen, muss man sagen, es gibt einen Paragraphen im deutschen Tierschutzgesetz, der Paragraph 11. Da heißt es eigentlich, dass Qualzucht verboten ist. Die Frage ist nur hier in diesem Fall, warum findet sie denn überhaupt dann statt? Dann sagt er eben, man habe kleine Veränderungen vorgenommen, aber er könne da nicht viel machen. Verzugsbehörden seien die Länder, die müssen das regeln. Das heißt im Klartext, der Bund zieht sich hier schon ein wenig aus der Verantwortung. Wie schon erwähnt, Sie haben sehr breit recherchiert. Sie sind auch mit Experten zusammengekommen, Frau Antes, die Signale aussenden, es könnte doch sich hier eine Änderung in der, ich nenne es mal, Philosophie anbahnen. Naja, es ist ja so, dass vom Bauernverband oder auch der Politik die Bauern immer wieder sagen, sie bekommen nur vermittelt dieses Wachsen oder Weichen, immer rationeller arbeiten, immer mehr aus dem Tier herausholen. Und nun haben Wissenschaftler an der Universität Kassel mal untersucht, wie ist es denn, wenn man einen anderen Weg geht? Wenn man nämlich auf mehr Langlebigkeit der Tiere setzt, die Tiere also viel länger im Stall behält, wenn man robustere Rassen hat, damit viel weniger Tierarztkosten und wenn man die Tiere von dem eigenen Grasfutter ernährt. Könnte das nicht wirtschaftlicher sein? Und die Ergebnisse sind im Moment erstaunlich. Es ist nämlich so, dass gerade diese Betriebe, die auf dieses ganze teure Kraftfutter und so weiter verzichtet haben, dass die mehr Gewinn gemacht haben als die konventionellen Betriebe. Und wenn sich das herumspricht, dann könnte das vielleicht der Anfang einer Wende sein, wobei man ganz klar sagen muss, das ist noch nicht die allgemeine Meinung und das ist auch noch nicht die breite Masse, aber es ist ein interessanter Aspekt. Gleich zum Abschluss, wie schätzen Sie es ein? Wird sich was ändern in deutschen Kuhställen in absehbarer Zeit? Also wirtschaftlich muss sich etwas verändern. Kraftfutter muss importiert werden. Wir haben Intensivtierhaltung heute in einer Form wie niemals zuvor. Es gibt einen Kampf um das Soja, um diese eiweißhaltigen Stoffe. Deswegen, es muss sich was verändern. Es kann so nicht weitergehen. Ihnen beiden vielen Dank. Milch, der besondere Saft, der hat uns heute intensiv beschäftigt. Und an der Stelle sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.